Vielen Dank. Ich darf Sie auch herzlich begrüßen bei unserem virtuellen Post-ASH-Meeting. Ich habe heuer wieder das Thema aggressive Lymphome zu bearbeiten. Freue mich darüber sehr. Es ist nur leider sehr umfassend für die kurze Zeit, die uns zur Verfügung steht. Ich habe mir vier Dinge herausgenommen. Wir müssen natürlich über das aggressive B-Zell-Lymphom sprechen, über neue Strategien, neue Medikamente. Ein Thema, das ich sehr interessant gefunden habe, sind Daten zur ZNS-Prophylaxe, die präsentiert worden sind. Wir müssen über das Mantelzell-Lymphom sprechen, wo es durchaus neue Daten und Updates gibt, die wichtig sind. Und ein Thema, das mir sehr wichtig ist, ist die Behandlung von Hodgkin-Patienten, die eben nicht für Standardtherapien belastbar sind. Wir fangen mit dem ersten Thema an. Es geht um Hochrisiko-Diffus-Large-B-Cell-Patienten. Das sind zum Beispiel Double-Hit-Lymphom-Patienten. Eine sehr große Analyse zeigt eben, publiziert im JCO, dass vor allem die Patienten hier in Rot gezeigt mit Double- oder Triple-Hit-Lymphomen eine deutlich schlechtere Prognose haben. Das wissen wir. Was interessant ist, dass die MYC-Translokation alleine zum Beispiel prognostisch für weniger relevant ist. Aber was jetzt mit solchen Patienten tun? Und dazu wurden die Daten der ZUMA-12-Studie gezeigt. Uli Jäger hat sie gestern schon angerissen. Eine Studie, die Patienten eingeschlossen hat, die entweder Double-Hit-Lymphome hatten oder eben nach zwei Zyklen Standardtherapie noch ein positives PET hatten, Devil Score 4 oder 5. Und diese Patienten wurden quasi konsolidiert oder weiter behandelt mit Axi-Cell. Und hier wurden die ersten Daten gezeigt, eine sehr hohe Rate von Ansprechen, 74% CR-Rate bei 27 Patienten. Das muss man sich natürlich vor Augen halten, dass das natürlich jetzt nicht viele Patienten waren, aber doch für eine sehr interessante Fragestellung. Und die Adverse Events sind uns bekannt. Ich habe es kurz unten zusammengefasst. Doch eine relevante Rate von neurologischen Events, 25% Grad 3. Das Problem kennen wir bei Diffus-Large-B-Cell-Patienten, die mit Axi-Cell behandelt werden. Aber eben auch gutes Ansprechen, und das Ansprechen war mit noch nicht sehr langem Follow-up in vielen Patienten, aber anhaltend. So. Ja, also wir haben ge gesehen, neuen Strategien, eben konsolidierende KT-Zellgabe, erste Daten, und wir müssen natürlich über BiTE-Antikörper sprechen. Ich habe hier jetzt zwei Präparate herausgenommen, einmal nur bildlich, das ist das Mosunetuzumab und das Glofitamab, beides Produkte der Firma Roche. Beim Glofitamab ist schon besonders, darum habe ich dieses Bild hier eingefügt. Das ist schon quasi ein BiTE der noch neueren Generation, hat zwei Bindungsstellen für CD20. Und warum ich es herausgenommen habe, ist, dass diese beiden Antikörper mittlerweile in Österreich an mehreren Zentren im Rahmen von einem Early Access Programm zugänglich sind. Auch hier wieder nur mal kurz die Diskussion aufzugreifen. Bitte ich Sie, Patienten mit B-Zell-Lymphomen frühzeitig zuzuweisen oder Kontakt aufzunehmen, ob diese Patienten geeignet wären für CARs oder eben BiTE-Antikörper. Und es gab eine Fülle von Daten zu diesen Fragestellungen mit BiTE-Antikörpern, und ich habe mir zwei herausgenommen, die ich sehr spannend gefunden habe. Das eine Thema ist BiTE-Antikörper als First-Line-Behandlung, Mosunetuzumab. Und dann eben die wichtigsten drei, das Glofitamab, das Odronextamab und das Epcoritamab beim Relapsed Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphoma. Mosunetuzumab als First-Line-Behandlung für Patienten, die als nicht fit für eine Standard-Anthracyclin-Therapie gehalten wurden. Wie Sie sehen hier, ein relevantes Kollektiv war, also vom Alter her, die meisten Patienten waren über 80 Jahre alt. Allerdings war der Allgemeinzustand, wie man hier sehen kann, durchaus gut. Also sie wurden jedoch nicht fit genug für eine R-CHOP-Therapie eingeschätzt und wurden eben mit Mosunetuzumab behandelt.
Und wenn man sich hier anschaut, ich habe die Standarddosis, wo man mittlerweile weiß, dass das die empfohlene Dosis sein wird beim Mosunetuzumab, sehen wir hier 50% komplette Responserate bei quasi einer behandlungsnaiven Patienten, ein gutes Adverse-Events-Profil, keine Grad 3, CRS 21 pro Prozent, Grad 1 und 2. Und hier muss man natürlich sagen, dass das Follow-up für die Kohorten mit 30 Milligramm noch sehr kurz ist. Das sehen Sie an diesem grünen Schwingerl in dem Fischersplot, in dem Swimmersplot. Aber wenn Sie sich die 13,5 Milligramm Kohorte anschauen, sehen Sie, dass hier auch einige Patienten einen anhaltenden Response haben. Also das finde ich sehr vielversprechende Daten bei eben treatment-naiven Patienten, natürlich noch kleine Zahl und kurzes Follow-up. So, dann gehen wir zu Relapsed Refractory Diffuse Large B-Cell Lymphoma und hier gab es eben viele Daten. Ich habe mir das Epcoritamab herausgewählt, aus dem Grund, weil das auch jetzt in Studien nach Österreich kommt und weil es auch quasi sehr modern schon gegeben wird, ist eine Subkutantherapie und hier wurde gezeigt, Phase 1-2-Studie bei Patienten mit Relapsed Refractory B-Zell-Lymphomen. Die meisten waren eben diffus großzellige B-Zell-Lymphome mit Dosisfindung. 46 Patienten diffus Large B-Zell-Lymphom von Martin Hutchings präsentiert. Auch hier sehen Sie eine hohe Rate für diese schwer vorbehandelten Patienten von CR, also knapp 50% CR-Rate, wobei man sagen muss, überraschenderweise war das PET-Assessment nicht Pflicht. Also das heißt, es kann durchaus sein, dass im PET-Assessment hier noch mehr Patienten eine komplette Remission gezeigt haben, aber auch so im CT-Assessment sehr ansprechende Daten. Wieder keine Grad 3-Events, keine Treatment-Related Mortality, keine febrile Neutropenie. Und auch hier wieder durchaus das Ansprechen dauerhaft über nur noch kurze Zeit und ein Faktor, den wir von Glofitamab und Mosunetuzumab schon kennen. Auch wenn Patienten mit CAS vorbehandelt sind, können sie auf beide Antikörper ansprechen. Hier schön gezeigt beim Epcoritamab. Ich kann für alle diese Produkte zusammenfassen, dass diese Antikörper bei schwer vorbehandelten Patienten eine hohe Rate von kompletten Remissionen zeigen. Das Follow-up ist noch kurz, um wirklich zu sagen, ob dieses Plateau hält, aber zurzeit kann man vermuten, dass es Langzeitansprecher gibt. Und etwas, was wir auch mittlerweile mehr als vermuten dürfen, dass beide Antikörper nach CAR-T-Cells effektiv und wirksam sind. Ein Problem, das uns im klinischen Alltag schon immer verfolgt. Was tun wir bezüglich der ZNS-Prophylaxe? Jeder von uns kennt mittlerweile den von Schmitz publizierten Central Nervous System IPI in fast 3.500 Patienten publiziert im JCO. Risikofaktoren sind eben Nierenbefall, Extranodalbefall, die typischen Risikofaktoren. Hat sich sehr schnell in der klinischen Praxis durchgesetzt, aber wir wissen nicht, was wir mit dieser Information im Endeffekt tun müssen. Was ist die Möglichkeiten, die wir den Patienten anbieten sollen? Es gibt dazu verschiedene Herangehensweisen. Eine aus 2017 ist von der Geltamo, die auch Durchflusszytometrie des Liquors inkludiert und eben hier sehr großzügig argumentiert, wen man alle behandeln sollte mit ZNS-Prophylaxe, also intrathekaler Therapie und solchen Dingen. Und wir auch alle kennen die ESMO Recommendations zu diesem Thema, die vor 2 Jahren publiziert worden sind. Und hier gab es einen großen Konsens, dass die intrathekale Prophylaxe, die seit vielen Jahren oft gemacht wird, dass es kaum einen Beweis gibt, dass intrathekale Prophylaxe eine sinnvolle Option ist und diese ESMO Recommendation empfiehlt
bei Patienten als ZNS-Prophylaxe Hochdosis Methotrexat zu geben, also quasi die Standardtherapie R-CHOP mit MTX zu verbinden. Wenn man das genau durchliest, schreiben sie schon, dass das für das testikuläre Lymphom im Stadium 1a man sie das nicht ausschließlich so machen würden. Auch hier gibt es doch Phase 2 Daten für die intrathekale Therapie. Aber ansonsten für die klassischen Hochrisikopatienten wird von der ESMO eine Methotrexatgabe intravenös empfohlen. Und das wurde in zwei Oral Presentations analysiert, wie das gelaufen ist. Einmal von der University of Alberta in Kanada. Und das möchte ich Ihnen kurz ein bisschen genauer zeigen, weil ich finde, das stellt das Problem sehr gut dar. In Alberta war die Guideline, dass Patienten mit einem hohen ZNS-IPI, Double-Hit-Lymphom oder testikulären Lymphomen, Hodenlymphomen mit prophylaktischen Hochdosis-MTX behandelt werden sollten. Double-Hit-Lymphome und sehr hohen IPI sollten gleich noch intensiver behandelt werden, wenn die Patienten unter 70 Jahre alt sind. Also das gilt nur für jüngere Patienten. Und diese Daten wurden gezeigt am ESH. So. Über 900 Patienten wurden analysiert, die über mehrere Jahre behandelt wurden, eben alle unter 70 Jahre, 7% Double-Hit-Lymphome und eine, denke ich, schon mal ganz wichtige Message war, von diesen 320 Patienten, die als High-Risk-Patienten angesehen wurden, wurden nur 35% anhand der Guideline behandelt, wie sie eigentlich aufgestellt haben. Die anderen Patienten wurden nicht so behandelt und es war nicht ganz klar, warum, wahrscheinlich aus Angst vor Toxicity oder sonst etwas. Diese Patienten eben sind dann übergeblieben, 115 Patienten mit Hochdosis Methotrexat behandelt, im Median 2 Dosen, so wie es häufig gemacht wird. Und was man auch gesehen hat, ist, da gibt es mehrere Publikationen am ESH dazu, dass der ZNS-IPI wirklich so funktioniert, wie er von Schmitz publiziert worden ist. Also die Kurven trennen sich sehr klar auf, auch in anderen Kollektiven. Und ansonsten insgesamt 6% der Patienten haben eine Metastasierung ins Zentralnervensystem erlitten. Und um die Geschichte kurz zu machen, Hochdosis Methotrexat hatte keinerlei Einfluss auf die Rate an ZNS-Rezidiven. Sie sehen hier völlig gleich 11% gegen 12%. Diese Analyse wurde ebenso auch für die intensive Chemotherapie als auch die autologe Transplantation durchgeführt. Hier hatte man schon den Eindruck, dass dies möglicherweise protektiv ist. Und die Kollegen haben das auch multivariat getestet. Und hier muss man sagen, da mit einer Hazard Ratio von 1,6 war für Hochdosis Methotrexat in der Analyse leider völlig klar, dass das nicht protektiv war. Im Gegensatz doch zu intensiveren Therapieoptionen wie der autologen Transplantation. Um es kurz zu machen, in dieser kanadischen Analyse war kein Vorteil für IV-Methotrexat bei Hochrisikopatienten bezüglich der ZNS-Prophylaxe zu sehen. Eine zweite Analyse wurde gezeigt von einem Zusammenschluss von US-Centers. Über 1000 Patienten wurden mit einer ZNS-Prophylaxe schlussendlich behandelt zwischen 2013 und 2019 und auch hier, um es kurz zu machen, es war kein Unterschied zwischen intrathekaler Chemotherapie und intravenöser Chemotherapie mit Methotrexat. Auch hier leider keinerlei Hinweis darauf, dass die Hochdosis Methotrexat-Therapie einen Vorteil gehabt hat. Das waren alles akademische US-Centers. Man muss davon ausgehen, dass das eher eine Positivselektion von Patienten anhand von Fitness und sozioökonomischem Status war. Und all diese Patienten wurden mit einer ZNS-Prophylaxe eben entweder intrathekal oder
intravenös behandelt. Meine Conclusio für die Diffus Large B-Cell Lymphome ist, um es kurz zusammenzufassen, wir sehen mittlerweile, dass BiTEs und CAR-T-Cells eine hohe Rate von Remissionen bei den Patienten im Relapsed Refractory Setting bewirken. Wir haben Daten gesehen für frühere Linien, aber das ist sicher noch zu bald. Was wir mittlerweile sicher wissen, dass BiTEs nach CARs effektiv sind und beide Behandlungsoptionen sind mittlerweile verfügbar in Österreich für unsere Patienten und werden und beeinflussen unseren klinischen Alltag jetzt und sollten das jetzt auch dringend tun, weil die Antikörper auch im ERP verfügbar sind in Österreich. Zur ZNS-Prophylaxe. Wir wissen, die Daten für intrathekale Prophylaxe waren äußerst schlecht schon in der Vergangenheit und jetzt sehen wir zwei große retrospektive Analysen, die das gleiche für IV-Methotrexat zeigen. Und darum müssen wir uns meiner Ansicht nach eingestehen, dass wir da in der klinischen Praxis sehr vorsichtig sein sollten in der Zukunft, weil wir keinen guten Hinweis darauf haben, dass das, was wir tun, effektiv ist. Wir wissen aber, dass es durchaus toxisch ist. Beim Mantelzelllymphom, zur Kurzeinleitung, mittlerweile hat Tecartus, das CAR-T-Cell-Produkt, das Approval erhalten und wird auch im Laufe des ersten Quartals in Österreich für das ibrutinib-resistente Mantelzelllymphom verfügbar sein. Auch hier würde ich Sie bitten, wenn Sie solche Patienten haben, die Patienten sehr rasch einfach einmal Kontakt aufzunehmen, damit diese Patienten vorgemerkt werden können. Sehr erfreulich, am ASH wurden die Daten von Lisocaptan Maraleucel, also dem Produkt der Firma BMS, gezeigt. In der Transcend-Studie wurden eben auch Patienten mit Mantelzelllymphomen eingeschlossen und behandelt. Also wir haben jetzt die zweite KT-Zellbehandlung mit Lisocell in diesem Fall und auch hier sehr schöne Daten, 32 Patienten, natürlich jetzt keine sehr hohen Zahlen, aber in jedem Fall Hochrisikopatienten, Relapsed Refractory. Wir sehen, dass auch die Lisocell-Behandlung sehr gut vertragen wurde, im Großen und Ganzen. Wir sehen hier eine Rate von knapp 30% an Patienten, die Steroide oder Tocilizumab bekommen haben im Rahmen des Nebenwirkungsmanagements. Und eben ein sehr hohes Ansprechen. Hier sehen Sie 66% Complete Response, 84% Overall Response. Und wir sehen eben auch, dass Patienten mit hoher Ki-67-Rate gut angesprochen haben und wir sehen auch, dass Patienten mit TP53-Mutationen zum Beispiel eine CR-Rate von 57% hatten. Also man kann auch aus einem kleinen Kollektiv zumindest erhoffen, dass diese Therapie auch bei den Hochrisikopatienten wirksam sein wird. Ich möchte noch kurz über andere Novel Agents unter Anführungszeichen, weil so novel sind sie ja gar nicht mehr, beim Mantelzelllymphom sprechen. Es gab ein Update einer Studie mit Revlimid Rituximab, ein Medium Follow-up von 7 Jahren. Auch hier sehen wir eben eine kleine Fallzahl, 38 Patienten wurden eben mit Revlimid Rituximab als auch Rituximab Maintenance behandelt. Eher eine Niedrigrisikokonstellation, Ki-67-Rate bei den meisten Patienten niedrig, aber auch hier ein sehr ansprechendes PFS für eine chemotherapiefreie Option, wenn man so möchte, als First-Line-Behandlung mit wirklich langem Follow-up. Die nächste Studie, die ich zeigen möchte, ist die Kombination Ibrutinib-Rituximab bei First-Line-Patienten Elderlies. Hier wurden 50 Patienten eingeschlossen, eben medianes Alter 70 Jahre und hier durften keine Patienten mit Blasteren-Mantelzellen vom eingeschlossen worden in diese
Therapiekombination. Und auch hier sehen Sie für eine solche Low-Risk-Population schöne Progression-Free-Survival-Kurven, hohe Rate von MRD-Negativität, das habe ich Ihnen hier rot eingeringelt, 87% MRD-Negativität mit Ibrutinib-Rituximab bei allerdings einem Low-Risk-Kollektiv. Das ist auch ganz wichtig, das zu betonen. Interessant an der Studie oder auch beunruhigend ist, dass eine sehr hohe Rate an symptomatischen Vorhofflimmern hatten bei diesen Patienten. Eine Konklusion der Autoren war eben, dass das aufgrund des hohen Alters oder höheren Alters als auch möglicherweise einem nicht so guten Nebenwirkungsmanagement oder kardialen Assessment bedingt war. Und auch ich darf kurz über Loxo 305 sprechen. Alexander hat das schon getan, darum kann ich mich kurz fassen. Aber es gab interessante Daten auch beim Mantelzelllymphom. 61 Patienten schwer vorbehandelt, 77% waren progredient auf Ibrutinib. Und hier sehen Sie eine ansprechende Rate von 52% Overall Response Rate. Und eben, es machte offensichtlich keinen Unterschied, ob die Patienten schon BTK vorbehandelt waren. Und eben hier auch hat man gesehen, dass die Patienten, die ansprechen, das auch über längere Zeit getan haben. Die Tolerabilität war ein großer Pluspunkt dieser Patienten. Ich kann jetzt aufgrund der Zeit nicht weiter darauf eingehen, aber auch bei den wenigen Patienten, die einen Morbus-Waldenström oder ein Diffus-Large-B-Cell-Lymphom hatten in dieser Studie waren, hat man gesehen, dass es ein Ansprechen gibt auf diesen neuen BTK-Inhibitor. Kurz zusammenfassen, KT-Zellen sind mittlerweile zugelassen beim Mantelzelllymphom und werden unseren klinischen Standard für diese Hochrisikopatienten in jedem Fall ändern. Von den Novel Agents, wir kennen mittlerweile, dass Ibrutinib und Immunmodulatoren wirksam sind. Auch in der Erstlinie gibt es hier interessante Phase-2-Daten. Neue BTK-Inhibitoren wie Acalabrutinib werden bald verfügbar sein und ich hoffe auch, dass das Loxo seinen Weg in die klinische Praxis finden wird und sind in jedem Fall attraktive Optionen für die Zukunft. Ganz zum Schluss darf ich nur ganz kurz über das Hodgkin-Lymphom ausführen, um in der Zeit zu bleiben. Wir haben ein großes Problem mit dem zweiten Erkrankungsgipfel im höheren Alter. Wir wissen, dass Standardtherapien wie ABVD eine deutlich erhöhte Treatment-Related Mortality bringen bei älteren Patienten, bei 4 Zyklen ABVD schon. Also wir würden ja in vielen Ländern der Welt wird die ABVD als nicht intensive Therapie bezeichnet. Das ist für ältere Patienten definitiv nicht so. Wir haben gesehen, dass Brentuximab-Vedotin als Monotherapie bei älteren Patienten wirksam ist. Jedoch das Problem ist eben, dass das progressionsfreie Überleben zwar ansprechend ist, aber halt einfach nicht lange genug dauert. Das Overall Response ist hoch, auch in der Monotherapie, aber eben, dass der Response wieder verloren gehen kann. Wir alle kennen mittlerweile die Daten von Evans, die 2018 publiziert worden sind, über die sequentielle Gabe von Brentuximab und AVD, das Echelon-Protokoll für ältere Patienten, sicherlich auch problematisch, obwohl sie inkludiert waren. Und hier eben sehen auch wir an unserem Haus und auch in anderen Häusern, dass die sequentielle Gabe deutlich besser verträglich ist. Eine Limitation dieser Publikation muss ich trotzdem immer wieder anführen. Ich glaube trotzdem, dass hier ein deutlicher Selection Bias vorgelegen ist. Hier wurden 48 Patienten eingeschlossen, die in 4 Jahren an mehreren großen US-Centers rekrutiert worden sind. Also ich glaube trotzdem, dass das ein gewisser Bias war in dieser Studie. Aber sehr gute PFS-Raten und 8% febrile Neutropenien, 4% relevante Polyneuropathien. Das ist für eine doch deutlich älteres Patientenkollektiv, als was man beim Hodgkin gewöhnt ist, durchaus ansprechend.
Und darum möchte ich auf den heurigen Ash zurückkommen. Hier als Oral Presentation wurde gezeigt, Frontline Brentuximab als Monotherapie oder in Kombinationen bei älteren Patienten. Und hier wurden mehrere Arme untersucht, wie gesagt, Brentuximab Mono in Kombination mit Dacarbazin oder Bendamustin oder Nivolumab. Und hier wurde ein Update gezeigt. Manche Arme wurden ja schon publiziert. Und hier sehen Sie in jedem Arm der Studie knapp 20 Patienten. Wie schon gesagt, hohes Ansprechen auf Brentuximab, auch in der Monotherapie. Aber man kann zumindest versuchen zu erkennen, dass es höhere komplette Remissionsraten in der Kombination mit Bendamustin oder mit Nivolumab gibt. Und aber der entscheidende Punkt ist der Duration of Response. Hier unten angeführt, dass einfach die Response unter Brentuximab Mono einfach nicht so lange halten, als wenn Sie das kombinieren. Im Progression-Free Survival spiegelt sich das auch wieder. Hier also die Kombinationspartner, also egal welchen Kombinationspartner Sie wählen, der Brentuximab Monotherapie überlegen. Ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Und was das auch für die klinische Praxis ganz wichtig ist, natürlich die Adverse Events. Hier haben wir leider gesehen, was auch schon 2018 publiziert worden ist, dass Bendamustin in der Kombination mit Brentuximab für die älteren Patienten deutlich toxischer ist. Diese Patienten hatten eine hohe Rate von infektiösen Komplikationen und dieser Arm wurde dann nach 20 Patienten auch nicht mehr fortgeführt. Und damit komme ich auch hier schon zum Ende. Wir können mit Fug und Recht behaupten, dass für ältere Patienten maximal 2 Zyklen ABVD Standard sein sollten. Das heißt, wir können diesen Patienten kaum mehr geben. Das liegt am Bleomycin. Das AVD ohne Bleomycin kann man sicher öfter geben. Wir wissen, dass hier das Brentuximab eine sehr gute Kombination ist und dass die Kombination Brentuximab mit Zytostatika sicher sinnvoll ist. Wir haben gesehen, dass die sequentielle Therapie von Evans vielversprechend ist und besser toleriert wird als die Kombination, wie sie in der Echelon-1-Studie mit gleichzeitiger Gabe gegeben wurde. Die Daten von Jasenczak zeigen eben, dass die Kombination mit Dacarbazin oder Nivolumab ein deutliches, längeres Ansprechen bringen als Brentuximab Mono. Zum jetzigen Zeitpunkt befürchte ich aber, dass bislang kein richtiges Plateau erreicht werden konnte. Und die Kombination über 6 Zyklen mit Bendamustin ist aller Voraussicht nach zu toxisch für ältere Patienten aufgrund der infektiösen Komplikationen. Wir sehen dieses Problem selbst, aber auch in den Studien nicht, wenn wir 2 Zyklen geben vor der autologen Stammzelltransplantation, aber hier in diesem Setting für ältere, fraile Patienten gibt es ein deutliches Safety-Signal. Ich möchte ganz kurz noch Werbung für unsere AGMT-Studie im Hodgkin-Bereich machen. Es kommen heuer mehrere Studien für relapsed Patienten. Hier die Presilibet-Studie, die eben randomisiert Patienten im ersten Relapse nach einer Kombinationstherapie, ob die Patienten, die eine komplette metabolische Remission erreichen, überhaupt einer autologen Stammzelltransplantation zugeführt werden müssen. Die Patienten, die PET-negativ sind, werden weiter mit Brentuximab Mono behandelt. Wenn Sie solche Patienten haben, freuen wir uns, wenn Sie die Patienten zuweisen, entweder nach Salzburg oder zum Beispiel ans Hanusch-Krankenhaus, die auch da an dieser Studie teilnehmen. Damit bin ich schon am Ende, bin hoffentlich einigermaßen in der Zeit geblieben und freue mich auf eine lebhafte Diskussion. Vielen Dank. Ja, lieber Thomas, ganz herzlichen Dank für diesen sehr umfassenden, schön präsentierten Überblick. Ich glaube, die Highlights zu den aggressiven Lymphomen des ASH hast du hervorragend gecovert. Wir können direkt auch im Lichte der etwas fortgeschrittenen Zeit in Diskussion einsteigen. Ich freue mich, dass wir im Panel Dr. Bernd Hartmann und
Herrn Dr. Gerhard Kopetzky haben, der sich noch. Ich bin mit, habe mit der Kamera ein Problem, aber ich, hören Sie mich? Sichtbar noch aus. Bitte? Bis dahin würde ich vielleicht direkt mit dem kann ersten nicht Top. gehen, aber vielleicht ich weiß nicht, wie das geht. Wir können Sie gut hören. Wenn Sie den Knopf mit der Kamera drücken, klappt das vielleicht? Müsste Ja, sein. wunderbar. Wunderbar. Ja, sehr schön. Ich würde vorschlagen, in der Struktur des Vortrags zu bleiben und direkt mit den Hochrisiko-DLBCL anzufangen. Frage an Panel und Vortragenden. Wir haben die SUMMA-12-Studie vorgestellt bekommen mit sehr ermutigenden Daten, bei der ja eingeschlossen waren Patienten Double Hit, Triple Hit oder IPI größer gleich 3. Und hier ist nach 2 Runden Standardtherapie ja mittels PET entschieden worden, in die CAST zu wechseln. Was ich ein bisschen provokant fragen möchte, wir haben auch Zeiten erlebt, da haben unsere Kollegen am Sloan Kettering jeden PET-positiven Patienten rebiopsiert und enttäuschend niedrige Raten an wirklichem Lymphomnachweis geführt. Wir alle haben große Sorge, dass wir chemorefraktäre Patienten zu spät Alternativen zuführen, von denen wir gar nicht so genau wissen, welche das dann überhaupt sein sollen. Aber ist das hier nicht vielleicht das Kind mit dem Badewasser ausgeschüttet, dass wir so früh in eine zellbasierte Therapie wechseln? Vielleicht darf ich da gleich kommentieren. Ich gebe dir völlig recht. Wir wissen ja zum Beispiel auch aus großen Daten mittlerweile, dass das Interims-PET, so wie es hier beurteilt wurde, schwierig ist. Also es gibt ja mittlerweile die Analysen, die eher der Abnahme des SUVs die größere Bedeutung zuwenden, als wie dem MDV-Score im Interims-PET beim Diffus Large B-Cell Lymphom. Darum ist es sicher nicht für die klinische Praxis aktuell geeignet. Ist natürlich auch bei fehlender Zulassung aktuell kein Thema, aber ich sehe das auch noch sehr kritisch. Das ist noch nichts für die klinische Praxis. Das ist ein Appetizer für mich. Das ist ein interessantes Vorgehen bei Patienten, die eben Hochrisiko sind. Aber das ist noch nicht klinische Praxis. Aber ich glaube, es sollte uns einfach animieren, dass wir bei Patienten mit diffus großzelligen B-Zell-Lymphom, wo wir einfach Angst haben, dass das nicht klappt mit der Standardtherapie, gut hinschauen, dass wir den Absprung nicht verpassen, wenn diese Patienten eben eine weiterführende Therapie brauchen. In Österreich sind die Second-Line-Studien mit dem CAS gelaufen an mehreren Zentren, also dass man einfach diese Patienten frühzeitig evaluiert, ob diese Patienten mehr als die Standard-Chemotherapie brauchen. Also bei uns ist es so, wir machen nach 3 Zyklen üblicherweise ein Zwischenstaging. Und was mir an der Studie ein bisschen stört, ist, dass es keine Randomisierung gibt, sondern es ist nur eine Single-Arm-Studie. Und dementsprechend wissen wir nicht wirklich den Stellenwert dieser Therapie in diesem Setting einzuschätzen, oder? Wie viele Patienten sind übertherapiert, das wissen wir leider nicht. Das ist eine kleine Phase 1-2-Studie, das ist da nicht beantwortbar. Völlig richtig. Ich glaube, es ist nur fair, an der Stelle anzumerken, es gibt da ja konfligierende PET-Ergebnisse. Einmal die PETAL-Studie von Ulrich Dürsen aus Deutschland, die uns sozusagen die Message mitgegeben hat, PET-positiv gleich chemorefraktär gleich auf jede Form von Intensivierung in der Chemoseite wenig ansprechend. Auf der anderen Seite französisches Vorgehen, wo PET2 und PET4 hintereinander geschaltet werden, wo sogar PET4 positive Patienten mit dann frei wählbarer Therapieintensivierung, und das waren dann ja keine CARs, durchaus recht gut geführt werden konnten, so wie wir ja auch wissen, dass es durchaus einen relevanten Anteil von Double-Hit-Triple-Hit-Patienten gibt, die mit Erbstoff-like Standard durchaus geheilt werden können. Das macht die Interpretation der Daten schon sehr spannend. Herr Pfeil, wollen Sie kommentieren? Ja, wir haben das eh gestern schon ein bisschen miteinander diskutiert. Also ich möchte zunächst klar sagen, dass ich ein starker Vertreter natürlich der Vorstellung bin, dass randomisierte Studien den besten Standard darstellen und dass dann auch noch viele Studien braucht in Teilen der Fälle.
Auf der anderen Seite sollte man nicht Chancen übersehen, die sich sehr schnell anbieten oder die eine gewisse Überzeugungskraft haben. Also ich glaube nicht, dass man alles völlig gleichwertig bewerten sollte, sondern man muss auch einen Blick für den tatsächlichen Fortschritt haben. Also diese hohe Remissionsrate bei Double-Hit-Lymphomen zu sehen, die sonst wirklich im Durchschnitt einen schlechten Verlauf haben, die darüber hinaus wahrscheinlich keinen großen Verlust haben, wenn sie zu einem Rezidivzeitpunkt eine entsprechende hochdosierte Chemotherapie erhalten und die darüber hinaus jede Form von anderen Optionen mit Kombinationen von Polatuzumab und Mosunetuzumab und was immer man haben möchte, offen haben. Also ich kann sehr gut verstehen, dass das als eine Phase 1-2-Studie mit einem einzigen Arm geführt würde, einfach einmal einen gewissen Hinweis zu gewinnen. Und würde glauben, dass man wahrscheinlich nicht warten sollte, 3 bis 4 Jahre oder 5 Jahre, bis wir die erste randomisierte Studie zu dem Thema sehen. Weil ehrlicherweise sowohl im Rezidiv als auch ganz offensichtlich in der Primärsituation ja schon sehr gute Resultate bestehen. Also ich würde glauben, man sollte gute Kriterien versuchen zu etablieren, mehr an Phase 1, 2 monozentrische Studien zusammenzufassen, weil das ja auch selten ist, wenn es nicht gelingt, eine große randomisierte Studie auf die Beine zu stellen. Und ich würde eher die Frage stellen, wie wir mit einer Kombinationstherapie die sozusagen auf der Basis einer Primärtherapie eine weitere Verbesserung erreichen. Also ich halte das für legitim zu versuchen, jetzt beispielsweise auf der Basis dieser Daten Kombinationstherapien zu entwickeln in Phase 1-2 Studien Frontline. Ja, vielleicht weiterer Kommentar noch zu diesem Aspekt. Wir sprachen ja schon die dynamische SUV-Bewertung an gegenüber Deauville. Bisschen in den Hintergrund getreten bei diesem ASH. Beim letzten ASH war das sehr prominent. Molekulare Dynamikbewertung, also Liquid Biopsy. Wie verändert sich in der Liquid Biopsy das molekulare Tumorburden? Das wären sicherlich Informationen, die man sich wünschen würde, um tatsächlich sehr schlecht laufende Patienten frühzeitig zu identifizieren. Dass das ein hochinteressanter Ansatz ist, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Frage ist, wer würde auch mit weniger zurechtkommen und wo haben wir bessere Biomarker, die diese Entscheidung, die ja hier sehr frühzeitig getroffen wurde, gut begleiten? Panel, noch weitere Kommentare zu den Themen? Sonst würde ich vorschlagen, dass wir, Herr Kopetzki. Ich möchte auch noch in diese Wunde mit dem PET Salz streuen, weil es gibt ja praktisch keine Standardisierung. Also es wäre die PET-Ergebnisse von 3 Zentren einmal zu vergleichen. Man kann keinen Patienten in 3 Zentren gleichzeitig ein PET schicken. Aber ich glaube, man muss den PET mit irgendwas kombinieren, um da eine höhere Trefferquote zu finden. Und da würde ich, vielleicht kann man, wird die Zukunft sein, dass man Liquid Biopsy und PET irgendwie einen Score entwickelt oder in diese Richtung. Aber wir haben immer die Diskussion mit unseren PET-Leuten. Ist das jetzt schon grau? Dann gibt es Graubereichfälle. Also das ist immer wieder, die Frage ist, wie weit das dann wirklich in verschiedenen Zentren ein Befund von einem Patienten gleich reproduzierbar wäre, die stellt sich schon sehr hoch. Ja. Gut, dann kommen wir vielleicht zum nächsten Themenblock, die bispezifischen Antikörper, damit auch die direkten Konkurrenten der KT-Zellen. Vielleicht das als Eingangsfrage. Wie sehen die Panelisten, wie siehst du das, Thomas, die Einordnung jetzt der Fülle an bispezifischen, vor allen Dingen CD20 bispezifischen im Kontext der CARs? Sind das wirklich die einfacheren kleinen Brüder der KT-Zellen oder müssen wir die eigentlich ganz anders einordnen? Also zumindest die bisherigen Daten lassen darauf schließen, dass die CD3, CD20 Antikörper mal in jedem Fall die besser verträglicheren Brüder sind der CARs. Also wir sehen eine deutlich geringere Grad 3 Events. Das konnte ich aus der Zeit heraus heute nicht bringen. Das ist aber gestern gezeigt worden, die Daten von Peter Borchmann, der die trispezifischen Antikörper gezeigt hat, trispezifischen CARs gezeigt hat, die eben auf CD19, CD20 gehen. Da haben wir ja auch eine relevante Rate
an gerade drei Events wieder gesehen. Also wir wissen noch nicht genau, wie das dann wird, wenn auch die Bytes dann eben mehrere Angriffspunkte haben. Zum jetzigen Zeitpunkt ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die besser verträglich sind. Was mich schon beeindruckt hat, sind die Phase 1-2 Daten, also First-Line-Behandlung bei älteren Patienten, weil wir doch gesehen haben, dass da viele ein relevanter Anteil eine komplette Remission erreicht, weil, wie gesagt, ich glaube jetzt nicht, dass man da dann nicht einen relevanten Anteil an Patienten danach, wenn sie doch ein Rezidiv haben oder progredient werden, sie nicht mit einer Chemotherapie dann wieder weiter behandeln könnte, wenn sie quasi Firstline einen Byte-Antikörper bekommen. Also das hat mich sehr beeindruckt, darum habe ich es zeigen wollen. Aber ich denke eben auch, dass hier bei den Relapsed Refractory Patienten die Bytes eine sehr große Rolle rasch spielen werden. Ich denke auch, die Bytes sind sicher natürlich weiter verfügbar und entsprechend in mehreren Zentren einzusetzen. Allerdings müssen es den Standard der KTs zuerst knacken. Zurzeit sind sie klar Lastline. Wenn sie wirklich so gut verträglich sind, sind sie natürlich insbesondere für die älteren Patienten eine neue Option, die beispielsweise für die KRAS doch dann zu morbid sind. Da gehen wir ja hin. Das ist ja nicht nur alleine eine Frage der Moson-Studie bei den Elderly Unfit, sondern wir werden die B-spezifischen relativ zügig in frühen Therapielinien erleben. Und ich glaube, sie müssen nicht die KRAS outperformen, sondern sie sind ein Standalone-Tool, von dem wir gleich nochmal diskutieren sollten, ob wir das wirklich als sozusagen einen fast identen Molekularmechanismus betrachten, Herr Krall. Naja, ich denke vor allem, dass das ja extrem schnell weitergeht mit der Kombination von bispezifischen Antikörpern plus armierten Antikörpern plus Chemotherapie. Also wir werden ja sehen, was bei der Studie herauskommt, für die wir uns alle natürlich interessieren und hier haben. Alleine Mosunetuzumab mit Polatuzumab zu kombinieren und einer Jobtherapie zu kombinieren, wird man sehen, wie effizient das ist und was wir da insbesondere, und da gebe ich Ihnen ja vollkommen recht, im Hinblick auf die molekulare Entwicklung bei denen, die dabei resistent sind oder gar nicht resistent sind, sondern in der Veränderung der Architektur der entsprechenden Mutationen sehen werden. Aber grundsätzlich natürlich ist das schon jetzt sehr viel auf einmal. Also alleine die Kombination toxinmarkierte plus bispezifische Antikörper, das ergibt schon auch ein bisschen, um die Brücke zum Professor Melcher zu schlagen, für die älteren Patienten unter Umständen sehr viel bessere Möglichkeiten, näher im Hinblick dorthin zu kommen oder sogar besser zu sein als aggressive Chemotherapien, die sie nicht aushalten können. Also ich glaube, dass so wie Sie ist ein alternativer Entwicklungspfad und irgendwann wird sich der mit der KT-Zelltherapie kreuzen, weil wahrscheinlich dann auch die KT-Zelltherapien mit armierten Antikörpern kombiniert werden. Ich glaube, was sehr spannend sein wird, wir haben sehr, sehr wenig Daten dazu, ist, was ist eigentlich die T-Zelle, die rekrutiert wird? In einem Fall apherisieren wir einen systemischen T-Zellpool, im anderen Fall rekrutieren wir oder konnektieren wir möglicherweise vor Ort im Lymphom-Habitat vorgehaltene T-Zellen. Ich glaube schon, dass wir da auf ganz unterschiedliche Immunologien schauen, die ja rekrutiert werden. Und die B-spezifischen erlauben uns sehr viel schneller als die CARs in sehr frühen Therapielinien in ansonsten chemoproblematischen Patientenpopulationen zu sehen, was die B-spezifischen dort können. Das wird spannend sein, dass dann auch immunologisch, biologisch auch zu arbeiten, was wir an ermutigenden Responsen sehen. Man muss natürlich nur fairerweise sagen, die Moson-Daten sind natürlich noch ganz junge Daten. Wir haben Response-Daten, wir haben keine Langzeitdaten. Also das wird sich noch messen lassen gegen Erminichop beispielsweise. Weitere Kommentare. Herr Kopetzky, wollen Sie noch kommentieren? Nein, ich schließe mich an. Ich glaube auch, dass die Option darin wirklich, wirklich wichtig sein wird, die man jetzt zum Teil mit reduzierten Dosen Job behandelt, das wird dann spannend, wie der Kollege Melcher schon. Ja, dann möchte ich zum nächsten Punkt kommen, weil einfach sehr praxisrelevant, wir werden ja fast täglich damit konfrontiert, Frage ZNS-Prophylaxe. Bevor ich das kommentiere, wie sehen die Panelisten die Einschätzung von Herrn Melchert?
Vielleicht wenig Wirksamkeit, aber sicher viel Toxizität. Kann man das so stehen lassen? Haben Sie aufgehört, an hochdosis MTX zu denken bei CNS-IPI-hohen Patienten? Wir haben bis jetzt bei ZNS-IPI über 4 MTX gemacht, also Hochdosis MTX. Interdekal haben wir schon länger verlassen. Aber die neuen Daten zeigen klar, dass wir eigentlich nur Toxizität bringen. Und somit müssen wir uns überlegen, ob wir die Patienten nicht einer intensivierten Chemotherapie oder vielleicht auch, wenn es Daten mal gibt, einer K-Zelltherapie zuführen. Zurzeit, denke ich, spricht alles für intensivierte Chemotherapie im Sinne, dass man konsolidierende Stammzelltransplantation eventuell anschließt. Wir sind hier in einer Prophylaxe-Situation. Da zücken wir ja wahrscheinlich nicht die KT-Zelle. So ist das, ja. Aber das wird sicher ein neuer, auch ein interessanter Punkt sein, das herauszuarbeiten, ob Patienten, die konsolidiert werden, beispielsweise in der einen Studie, nicht, nach 2 Zyklen Chemotherapie, Hochrisikopatient, wie es in diesem Kollektiv ausschaut, gibt es da eine reduzierte Anzahl an ZNS-Prophylaxen oder ob man da auch vielleicht Daten daraus generieren kann. Darf ich aus Ihrer Antwort folgern, dass Sie mit den beiden großen Retrospektiven, jeweils ungefähr 1000 Patienten, kanadisch, nordamerikanisch, US-amerikanisch, stehen, dass Sie zufrieden sind mit der Datenqualität, um sich anzuschließen, dass Sie Hochdosis MTX in Frage stellen? Ich tue das nicht. Sie, naja, ich habe von meiner Sicht aus, wir haben wenige Patienten Hochdosis MTX behandelt. Und diejenigen, die ein Rezidiv erhalten haben, das ist natürlich eine kleine überschaubare Menge bei uns, die haben alle das Rezidiv bekommen, trotz der Hochdosistherapie. Also kleine Single-Center-Erfahrung, mehr nicht. Aber es ist auch schon zufällig häufig erlebt. Hm. Also ich muss ehrlich sagen, im Hinblick auf das Hochdosis MTX als Prophylaxe sehr skeptisch. Die ursprüngliche randomisierte Bernie Fischer-Studie, die eine mehr als jahrzehntelange Nachbeobachtung hat, gerade im Hinblick auf die ZNS-Prophylaxe oder ZNS-Wirksamkeit, die ja alle unterschiedliche MBAC-Code und Protokolle involviert hatte mit unterschiedlichen MTX-Dosen zusätzlich zum Job, hat überhaupt keinen Unterschied im Hinblick auf die Kontrolle des ZNS ergeben. Und das sind immerhin randomisierte Studien. Das andere ist, ich glaube, man muss wirklich unterscheiden, oder zunächst mal davon ausgehen, man muss den Liquor sehr genau anschauen. Und die Frage ist, wer überhaupt flächendeckend eine Immunfluoreszenzuntersuchung oder Faxuntersuchung des Liquors macht. Und es gibt schon ganz vernünftige Stratifizierungen, auch von europäischen Guidelines, beispielsweise zur intradekalen Methotrexat-Prophylaxe versus einer systemischen Therapie in Abhängigkeit vom Liquorbefund auf der Basis von Durchflusszytometrie. Also ich glaube, das kann für den einzelnen Patienten sehr wohl eine entsprechende Hilfe sein, weil wir das gar nicht ohne weiteres unter den normalen Bedingungen entdecken. Aber ich glaube, in dem Fall ist es einfach so, dass wir um das hohe ZNS-Rezidivrisiko wissen, aber die Methoden, die wir dafür verwenden, nicht wahnsinnig überzeugend sind. Und ich glaube, das ist unsere interne Krux, die wir da haben. Na, aber wissen wir ja gar nicht. Wo sind die wirklichen Daten, die zeigen, dass die Hochdosis IV-MTX-Therapie zusätzlich zum Job was bringt? Da sind wir uns einig, dass es die Daten nicht gibt, ob das die Rich-Fischer-Studie ist oder jetzt die aktuellen retrospektiven Daten. Sie machen den Versuch. Es krankt immer an der Selektion der Patienten, die tatsächlich Hochdosis MTX behandelt worden, gegenüber denen, die qualifiziert hätten, aber anders behandelt worden sind. Sie haben sehr relevant die Durchflusszytometrie ins Spiel gebracht. Auch da kennen wir die biologische Signifikanz sehr niedriger Nachweiszellzahlen auch nicht wirklich. Und wir haben so einen vagen Hint aus der Phoenix-Studie, dass beispielsweise die Zunahme von Ibrutinib, offensichtlich ZNS-wirksame Substanz, Impact haben kann, wenn wir, ich glaube, das war der Punkt von Herrn Hartmann, wenn wir die Induktion verbessern, um ZNS-wirksame Substanzen. Thomas, du wolltest noch kommentieren. Ich wollte nur kurz darauf hinweisen, der Alexander Egle hat eine Frage im Chat gestellt, wollte ich dir ich sagen. Sie nicht. Kannst du die Frage bringen? Ich sehe sie nicht. Der
Alexander würde gern an alle Beteiligten fragen, wo Sie denken, dass auch die Möglichkeit einer intensiven Therapie wie beim primären CNS-Lymphom nach Matrix, Tiotepa und solchen Dingen, ob das auch einen Stellenwert hat bei diesen Hochrisikopatienten und ob Ibrutinib hier eine Rolle spielen kann in der Zukunft. Vielleicht kann ich Ibrutinib von meiner Seite kommentieren. Das hatte ich mir etwas genauer angeschaut, natürlich auch wegen unserer Improvertop-Studie. Da muss man fairerweise sagen, dass über die Gesamtpopulation der Phoenix-Studie dass die Risikoabsenkung ZNS-Metachron zu manifestieren bei ungefähr 1,4% liegt. Das ist also durchaus für die Gesamtpopulation bescheiden, vielleicht aber auch nicht ganz relevant. Die Frage von Alexander Egler an die Panelisten. Sollen wir in Richtung PCNSL-Protokolle gehen? Die haben ja auch ihren Preis an Toxizität und wir verlassen Standard-Bodenfläche. Also da gibt es halt gar keine Daten, wie das Matrix-Protokoll bei systemischen außerhalb ZNS-auftretenden Lymphomen ist. Wir verwenden es gelegentlich bei großer Bulky Disease an der Schädelbasis, die durch den Knochen in Richtung auf die Meningen vorwächst. Da kann man jetzt keinen so großen Unterschied von dem extra meningealen sozusagen Anteil des Tumors gegenüber dem intrazerebralen sehen oder intrakraniellen sehen. Aber dafür gibt es nach meinem Dafürhalten, also ich kenne überhaupt keine Daten dafür. Ich weiß nicht, ob jemand von den anderen, von den Panelisten Daten dazu kennt für die Kombination ARC-MTX als hauptsächliche Therapie. Ich kann es vielleicht kommentieren, es gibt vage Hinweise aus dem französischen ACVBP-Schema, was ja ganz nebenbei, das ist ja immer wieder vergessen, das einzige Schema ist, was in der randomisierten Phase-3-Studie R-CHOP outperformt hat. Und es ist ja nicht nur ACVBP, dahinter verbirgt sich ja gerade ARAC, MTX, Etoposid in späteren sequentiellen Blöcken. Schon deutlich toxischer als R-CHOP. Meines Wissens sind da die Daten bezüglich der ZNS-Rezidive tatsächlich günstiger. Also das kann man im Einzelfall überlegen, aber dafür qualifiziert nicht jeder Patient. Das ist schon toxisches Schema. Gut, dann würde ich ganz kurz streifen wollen, weil es einfach exzellente Daten sind. Das Thema Mantelzell-Lymphom. Ich weiß nicht, ob es viel Diskussionsbedarf um die KT-Zellen gibt. Ich glaube, die machen den Punkt hier sehr klar und werden für Patienten in der Ibrutinib-refraktären Situation sehr relevante Optionen sein. Ein bisschen kam hinten nach dann in deinem Beitrag, Thomas, das LOXO 305, da geht dann die Weiche in die andere Richtung nach Ibrutinib-Versagen noch was in der Hand zu halten. Wir haben auch sehr interessante Daten beim ESH zu MALT1-Inhibition gehört. Auch da würde ich Spielraum sehen für Downstream von BTK-Inhibition. Wie sehen das hier die Panelisten? Wie siehst du das, Thomas? CAS versus intensivierte BCR, B-Zell-Rezeptor, BTK-Kaskaden-Inhibition. Ja, also ich bin da bei aller Euphorie für die BTK-Inhibitoren müssen wir uns schon immer die PFS-Kurven von den Ibrutinib-Daten im Rezidiv vor Augen halten. Die sind gut, zeigen ein gutes Ansprechen, aber das Ansprechen ist einfach kurz. Das ist in den Daten ganz klar gezeigt und von dem her ist die bisherige BTK-Inhibition, die wir hier haben, sicher ein Game-Changer. Wir hatten nichts Besseres vorher, aber eben es ist nicht so, als ob wir die Patienten damit in ein Plateau bringen können. Und darum glaube ich, dass man hier die Kombination anstreben soll, dass das die Zukunft sein wird zum jetzigen Zeitpunkt, dass wir diese BTK-Inhibition, diese Dinge brauchen werden als Bridge, als Konsolidierung. Es ist nicht verzichtbar für die Zukunft, aber aktuell ist das noch keine Therapie, die die Patienten in ein Plateau bringen wird. Darum ist meine Euphorie da nicht ganz so groß aktuell. Herr Kopetzky. Das sehe ich eigentlich auch so. Vor allem kommen wir auch immer wieder dann in Rezidiv in die Altersgruppe hinein, wo man mit BTK-Inhibitoren auch die Nebenwirkungsproblematik haben. Und vielleicht aus dem Grund durchaus auch
dann in die nächste Therapie dann gehen wollen oder vielleicht gar nicht in die BTK-Inhibitor gehen können. Ja, das haben wir auch gesehen. Mhm. Gut, die Zeit ist relativ fortgeschritten. Letztes Topic, das müssen wir noch streiten. Hodgkin-Lymphom, und ich glaube, es waren wirklich sehr spannende, klinisch praktisch ermutigende Daten zum Brentuximab in der Erstlinie, entweder im Mono-Chemofine-Setting oder in Kombination mit dem Nivolumab oder dem Dacarbazin. Das Bendamustin lassen wir so ein bisschen außen vor, ich glaube, es ist deutlich geworden. Ist eine Kombination, die hier am toxischsten ist und auch in Bezug auf Overall Survival am schlechtesten abgeschnitten hat. Für ein Patientenkollektiv, wo wir vielleicht mit dem PVAG ein alternatives Schema in der Hand halten, aber klar gehört haben, dass auch das ABVD von Bleomycin wenig über mehr als zwei Zyklen in Frage kommt. Wie sehen die Panelisten den Stellenwert von BV? Monotherapie für die Elderly-Population oder doch Kombination? Und wenn ja, welche? Und wenn Kombination, zum Beispiel Nivo, sind dann doch Sequenzen vielleicht die bessere Perspektive? Ja, Herr Kometzki. Spannend war für mich die Daten, sind für mich die Daten von DTIC. Das ist eine alte, äußerst billige Substanz, die eine super Response-Rate hat und eigentlich eine Durabilität des Ansprechens. Und die Financial Toxicity ist damit ja auch deutlich gebremst, weil BV-Nivo kostet schon, glaube ich, das sind ja ein paar hunderttausend Euro pro Patienten Jahreskosten, glaube ich. Also da ist die Kombination mit DTIC, und das ist auch von der Nebenwirkung her managebar zumeist. Also das habe ich ganz spannend gefunden, dass ich das Match fast matchen kann mit Nivo. Weil ich das ganz kurz kommentieren darf, also die DTIC-Daten sind ja schon 2017 das erste Mal gezeigt worden, 2018 voll publiziert. Wir haben das seitdem schon öfter eingesetzt. Ich kann das nur bestätigen, was der Kollege Kopetz gesagt hat. Die Verträglichkeit ist ja wirklich gut. Also wir sehen hier kaum zusätzliche Problematik zum Brentuximab dazu. Also ich kann das nur, wie gesagt, für die älteren Patienten empfehlen. Und ich muss schon sagen, also die Kombination mit Nivolumab, da gibt es ja mittlerweile zwei Papers dazu, das habe ich jetzt aufgrund der Zeit gespart. Da gibt es ja die Publikation, die jetzt gerade im Lancet Hematology erschienen ist. Also vom Ansprechen hätte ich mir mehr erwartet, wenn ich den so effektiven Checkpoint-Inhibitor mit Brentuximab kombiniere, hätte ich mir vielleicht mehr erwartet. Und von dem her durch die neue Zulassung von der Keynote 204 haben wir den Checkpoint-Inhibitor dann auch quasi noch in der Second Line, in der Hinterhand. Also wenn ältere Patienten auf die First Line Therapie irgendwann nicht mehr ansprechen. Und das Bendamustin-Brentuximab war einfach zu toxisch bei den älteren Patienten. Aber das dürfte eine Dosisfrage sein, weil zwei Zyklen Bendamustin-Brentuximab vor der autologen Transplant ist zum Beispiel etwas, wo wir diese Problematik kaum sehen. Die Studie war ja schon sehr ambitioniert angelegt, den alten Herrschaften bis zu 16 Zyklen Therapie zukommen zu lassen. Das haben die meisten nicht geschafft. Ich glaube, median sind 8 Zyklen gegeben worden und es gab erhebliche Ausstiegsraten, einfach der Polyneuropathie geschuldet, aber die so um 30-40% lagen. Aber nichtsdestotrotz ist die applizierte Therapie, ich würde das auch nochmal unterstreichen wollen, was Herr Kopetz gesagt hat, in eine Kombi-Arm mit Dacarbazin, dann auch am Ende 94%, 3 Jahre Gesamtüberleben, das ist schon sehr beachtlich. Und dann noch die Checkpoint-Karte in der Hinterhand zu haben, das ist für die Patientenpopulation sicherlich sehr, sehr gut machbare und langfristige Strategie. Gibt es noch Kommentare dazu? Ich glaube, die Kombination ist sicher das, was sich anbietet. Die Monotherapie ist ja nur sehr kurz wirksam und dementsprechend macht das in der Therapieabfolge wenig Sinn, wenn ich mir sozusagen die Monotherapie einer wirksameren und auch tolerablen Kombinationstherapie vorenthalte. Gut,
Dann würde ich sagen, in Anbetracht der etwas fortgeschrittenen Zeit, ganz herzlichen Dank an die beiden Panelisten. Nochmal ganz herzlichen Dank, Thomas, an dich für Vortrag und Diskussion. Sehr spannend. Wir haben recht umfassend diskutiert. Genauso Herr Krall, ganz herzlichen Dank. Und dann haben wir ein bisschen geschafft, doch an den Standards zu kratzen und sie zu attackieren. Ganz herzlichen Dank. Ja, ich darf mich auch in der Summe bei allen bedanken. Ich glaube, es waren zwei interessante Tage. Wir gewöhnen uns langsam an das Format, aber völlig unabhängig davon würde ich mich freuen, wenn Sie auch nächstes Jahr unsere Gäste sind, wo wir wieder versuchen werden, ein interessantes Programm auf die Beine zu stellen. Wir haben auch dazwischen entsprechende Veranstaltungen wie die AGMT-Sitzungen. Und ich darf Ihnen damit nicht nur eine herzliche Einladung aussprechen zu den entsprechenden Veranstaltungen, auch zur Kooperation innerhalb der AGMT, sondern vor allem einen schönen Abend wünschen. Herzlichen Dank für die Teilnahme.